Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Mistikack, die Summe kommt nicht hin. Mistikack? Gut. Hallo, mein Freund, Herr Kämmerer. Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Surmont, der herzogliche Kämmerer. Ich bin Geralt. Was machst du hier genau? Ich bezahle die fahrenden Ritter. Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren. Merke auch du es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir und du sollst belohnt werden. Okay, woher kommt der Lohn für die Ritter? Das macht mich neugierig. Woher kommt denn das Geld für die Ritter? Aus der herzoglichen Schatzkammer natürlich. Unsere allergnädigste Herzogin Anna Henrietta schätzt Tapferkeit und aufopfernden Patriotismus über alle Maßen. Ihr Dauerbefehl lautet, jedem Ritter ein Gehalt zu zahlen. Entschuldigung. Einen finanziellen Ausgleich für die Verteidigung der inneren Sicherheit und Ordnung des Herzogtums. Verstehe. Du verkaufst doch auch Sachen. Zeig doch mal dein Angebot. Ich würde mir gerne mal deine Bücher ansehen. Die, die du verkaufst, meine ich. Er verkauft Bücher. Aber im Moment kein Interesse an König Volltests Maske. Ja, ein bisschen Gwint schadet nie. Ja, was soll's. Du spielst wohl nicht zufällig Gwint, was? Okay, Spielstart. Verdammt, wir können keine Fähigkeiten einsetzen. Du beginnst. Ich tausche jetzt die hier aus und den da. Verdammt. Welch ein Zufall. Im Moment bin ich im Vorteil. Die Frage ist nur, wie lange? Aber das sind wir hoffentlich bald genug oder früh genug. Es ist gerade diesen. Gut. Du bist der Nächste. Was wird er machen? Philippa Eilhardt? Aber es ist doch nicht für Temerien. Oder ist sie eine neutrale Karte? Verdammt. Okay, wir setzen sie ein. Und mein Gegner macht was? Blöder. Mach wieder so. Verdammt, ich habe keine von diesen Attrappen. Dann halt den da. Blöder Scheiß. Mein Gegner passt. Wir passen auch. Verdammt.
Ja, zwar nett, aber mir wäre jemand, der wiederbelebt, lieber gewesen. So wie der Pisser da. Verdammt. Ich glaube nicht, dass wir da groß was machen. Wir können es nur noch verdoppeln. Verdammt. Mein Gegner ist am Zug. Verdammt. Okay. Sei gegrüßt, Ritter. Ja. Los auf Gwent, ja, machen wir. Du spielst wohl nicht zu. Aber jetzt wie immer um so wenig Geld wie möglich. Okay, und Start. Ja, ich beginne. Aha. Ah, na endlich. Oh, das ist eine Wohltat. Das weg und der weg. Perfekt. Ich bin am Zug und Rinder. Und da, das tut gut, so viele Schurken zu haben. Also, Spione meine ich. Dextra. Das tut gut. Gut. Mein Gegner passt. Ja, würde ich auch an seiner Stelle. Gut, und jetzt brauchen wir nur noch Roche. Und passen. Triss. Okay, ich bin am Zug. Gut, Triss wird eingespielt. Aha. Und jetzt kommt Geralt. Tja, es passiert nichts. Zu schade, mein Freund. Dann setzen wir diese Fähigkeit hier. So. Bevor wir irgendeinen Schwachsinn machen, kommt das so hin. Danke. Ich bin am Zug und der kommt weg. Dankeschön. Das ist gegen die Nahkämpfer. Nahkämpfer, ja. Nicht meine beste Idee. Nicht meine beste Idee.
Denn wir haben ja hier auch... verdammt. Dann haben wir... der sich lohnt, wieder zu beleben. Gautam Odin. Ach, was soll's. Komm her, Alter. Alter Banause. Alter Zausel. Leider werden sie nicht vom Friedhof geholt. Aber okay. Gut, dann halt eben so. Was auch ein bisschen bitter ist. Verdammt, ich hätte warten sollen mit Triss. Dann halt so. Jetzt haben wir beide nur noch zwei. Der kleine Bastard. Tja, du musst passen und ich gewinne. Zwar nicht ganz so, wie ich es gerne hätte, aber ich gewinne. Gewonnen. Zwei Kronen. Ich stehe gerade, Archibald. Ich habe schon wieder zu viel bezahlt. König Bran. Gut. Lang lebe Herzogin Anna Henrietta. Frau mit Käppchen? Hallo? Geh zum Kommandanten. Ah. Egal. Was haben wir da? Was haben wir da? Ah, da unten ist die nächste Auftragstafel. Ah. Ja, mal nach oben, Alter. Anschlagtafel ist gleich da. Perfekt. Also gut. Auftrag. Großmeister Rüstungsschmiede. Meister Schmied in Buclair sucht tapferen Mann, um verschollene Schema zu finden. Der Auftrag ist sehr gefährlich und wird entsprechend bezahlt. Ankündigung eines Faustkampfturniers. Starke Männer, denkst du, dass du unbesiegbar bist, weil du deine Schwager vermöbelt hast? Gehen dir die Nachbarn aus dem Weg, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du um den Titel des Faustkämpfers von Buclair mitkämpfst. Besiege drei Champions, bevor du die Ehre hast, gegen den Maestro selbst anzutreten. Weitere Informationen erhältst du beim Buchmacher in Saint Sebastian und bei den Docks. Bewaffnete Eskorte gesucht. Wir suchen bewaffnete und kampferprobten Personen, die uns gegen vernünftige Gebühr zu Forschungszwecken in die Albutus-Höhle begleiten. Die Ritter behaupten, die Höhle sei sicher, daher handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. August, Lucien und Hugo Monat. Beweise dich bei den Tugendprobe. Werter Leser, die Jahre vergehen, doch alles Gute und Schöne braucht noch immer Verteidiger. Komme auf die Insel von Lac-Célavie und teste bei den Proben deinen charakterlichen Eignung. Bestehst du, solltest du belohnt werden. Gesucht, diskreter Spezialist. Gesucht, Fachmann, der das Mysterium um Reginald de Aubrys Denkmal untersucht. Anforderungen, höchste Arbeitsethos, absolute Diskretion und Erfahrung mit übernatürlichen Umständen. Außerdem wünschenswert tadelloses Betreten, ästhetisches Empfinden, Kenntnis in modernen Bildhauerei. Nähere Details bei Roland de Flaxausier, Kurator für Kunst- und Sammelobjekte. Auftrag: Radau auf dem Friedhof. Dass ich von Einwohnerkomitee keiner zuständig fühlt, setze ich das Schreiben nun selbst auf. So kann es nicht weitergehen. Dieser höhlische Krach auf dem Friedhof macht uns alle verrückt und keiner unternimmt was dagegen. Ich weiß, dass wir es alle hören. Selbst Madame Bouquette hatte
berichtet, dass der Lärm sie die ganze Nacht wach hält und sie wohnt weiter vom Friedhof entfernt als wir alle. Falls es einen Hexer gibt, der diesem Geschrei, Gejammer und Gezanke Ende bereiten kann, bezahle ich ihm aus eigener Tasche einfach im Schlauberger nach Charles Lanzano fragen. Das bin ich. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Gut, aber zuerst gehen wir zum stattlichen Friedhof, denn es hieß ja. Okay, von der falschen Seite. Wir müssen auf die andere Seite. Und das schaffen wir. Sie hat genau mich angesehen. Die Herzogin? Bis dass der Tod uns scheidet. Ist das der Bote? Ach, welch glückliche Fügung. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Besitzer des Weinbergs? Meister Hexer, welch Glück, dass ich dir begegne. Hast du Arbeit für mich? Einen Auftrag? Den Auftrag hast du schon zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt, als du vor Jahren in Beauclair warst. Damals war ich knapp bei Kasse. Erinnerst du dich? Doch ich schwor, dich eines Tages voll zu bezahlen. Irgendwas klingelt da. Leider warst du weg, bevor ich die Rechnung begleichen konnte. Also habe ich deinen Lohn auf ein Konto eingezahlt, damit das Geld sicher ist. Hm, was für ein Konto? Ein Sparkonto bei der Chianfanelli Bank. Du kannst einfach hingehen und das Geld abheben. Es dürfte mittlerweile ein hübsches Sümmchen sein. Danke. Ich gehe hin, sobald ich dazu komme. Nett. Ich sollte mal bei dieser Bank vorbeischauen. Papierkrieg. Schön, dich wiederzusehen. Okay, lesen. Rüstungsschmied. Okay. Hm, was ist das? Ah, hier kann man benutzen. Gegenstände wurden aufgewertet. Sehr gut. Und Rüstungsschmied. Ah, mein Freund. Brauchst du neue Hosen? Vielleicht Handschuhe? Sag an, Schmuckerritter. Schmuckerritter? Zeig mir deine Waren. Hm, was hast du denn da? Okay. Auch hier hat sie sich ein bisschen verändert. Okay, für Plötze. Also keine Verbesserung. Aha, höhere Ausdauer. Aber nur um 5 Punkte. Das kann schon viel. Kapazität. Okay, das wird gekauft. Und Sattel der 5 Rittertugenden sonstiges. Sonst. Ah, Rittertugend. Ja, ja, nehmen wir das Rittertugend-Dingens. Was ist das? Pergament. Okay. Toussaint-Rüstung schwer. 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 Ich habe eigentlich nichts gegen schwere Rüstungen. Durchbohrung, Schaden, resistent. Aber 42. Schwere Rüstung. Schwer. Schwer. Ich dachte, man kann irgendwie. Größere Beschreibung. Ja, ja. Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit zu sehen, wie das aussehen würde? Verdammt. Super. Iris Relikt. Ja, ja. Das kann eigentlich auch weg. Ah, der Preis ist da unten.
Ah, ja, da hier die schwere Rüstung. Verdammt, wir müssen fast alles wieder verkaufen, was wir hatten, um genau den Preis zurückzuerhalten, den wir gezahlt haben. Verdammt. Finde ich gar nicht gut. Okay, Handwerk, mal sehen. Herstellen von Komponenten. Wenn du eine benötigte Komponente in deiner Werkstatt findest, kannst du sie sofort kaufen. Wähle das Objekt und drücke linke Maustaste. Okay, wir haben ja davon genug. Alle Teile vorhanden. Zutaten fehlen. Ja, die Bärenausrüstung. Okay, verdammt. Aber das ist schon interessant. Die haben es ein bisschen verbessert. Ich find's toll. Was heißt hier, ich find's toll? Ich find's eigentlich sogar sehr gut. Reparieren. Naja, reparieren wir einfach alles. Ja, auch das reparieren wir. Gut, Verbesserungen entfernen will ich nicht. Zerlegen. Gibt es etwas, was wir zerlegen könnten? Und Ol. Ja, was haben wir hier Schönes? Dann dieses Wolfspelz. Das auch. Demeritium. Glühendes Erz. Ja, gleich alle. Okay, gut. Gegenstände schnell ordnen. Aha. Gut, dann würde ich sagen, das war's für hier. Kannst du mir was anfertigen? Gut. Warum spielen wir nicht Gwent? Ja, nun können deine Lust Spiel auf eine Partie Gwent? Einfach necken. Ja, ja, das wird schon. Okay, was haben wir? Haben wir nur einen? Okay, das kann weg, das kann weg. Ah, er beginnt. Ja, das ist gut. Okay, und los. Verdammt. Ach, was soll's. Badadada. Fiesling, Fiesling. Aber okay, das geht schon in Ordnung. Denn Triss kommt auf dem Feld und macht sie kalt. Und Siri kommt auch ins Feld. Seit wann hat... Eine einzigartige Karte, aber jeder zweite Trottel hat sie. Tja, wir sind immer noch im Vorteil.
So, jetzt müsste ja jemand spielen, der verdammt. Tja, du glaubst, du hast gewonnen, Nächster. Dijkstra, Dijkstra. Wir sind trotzdem am Gewinnen. Dann benutze ich halt diese Karte. Was? Dann halt eben so und wir... Nein! Trottel. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir wären am Marsch. Das war mehr Glück als Verstand. Verdammt, das... Wir haben gewonnen. Aber scheiße, war das mehr Glück als Verstand. Huhuhu. Ich wollte eigentlich den Schurken, also Taler oder Taylor oder wie der Typ heißt, wiederbeleben, aber der war ja noch nicht tot. Oh. Zum Glück haben wir es noch so geschafft. Ah, und hier ist... Hier gibt es nichts zu sehen. Der Waffenschmied? Okay. Gut, dann sag Hallo. Der beste Stahl Toussaints. Sieh nur selbst. Okay, zeig mir deine Waren. Zeig mir, was du hast. Ja, Kriegshammer. Mh. Stahlwaffen, aha. Nächste ist im Moment besser als meins. Was ist das? Färbermittel, Mittellösung. Können wir Sachen färben? Gut, dann schauen wir beim Handwerk. Was kann er uns Schönes kredenzen? Können wir irgendetwas verbessern? Halt Telefon, Bären, Silberschwert. Ja, wir könnten eigentlich damit mal anfangen. Okay, was steht hier? Schaden von Fähigkeiten in Zusammenhang mit dem Quenzeichen ist um erhöht. Wenn ein Quenzschild zerbricht, besteht eine Chance, ohne Ausdauerverbrauch einen neuen zu wirken. Der Bonus wird mit jedem Ausrüstungsteil des Sets um 5% erhöht. Derzeitige Chance 0. Bei 6 gibt es 30%. Zwänge. Faustino. Ja. Harpier. Gut, dann schauen wir noch ein bisschen um. Gibt es noch eine Waffe, die besser sein könnte? Hm? Gnomischer wie hier. Oh. Klinge von Tietoscher. Ja. Langkrall. Okay.
Okay. Gut, aber wir wissen, wo wir hingehen müssen. Kannst du etwas für mich anfertigen? Ich will eigentlich nur... Auch der nickt nur. Ja, ja. Leb wohl. Nicht doch. Bis dann. Gut, und raus mit uns. Was haben wir hier Schönes? Die Wache beschützt, die Wache dient, die Wache... Schon wieder. Ich hab keine Augen. Bitte. Kurzer Moment. Überleg. Kräuterkundler. Großmeister. Gut. So, du bist ja jung und das Geld. Du bist ja jung und das Geld. Kannst du mal einen von Riva? Hat mir das ein Herausforderer. Ganz langsam, wir wollen nichts überstürzen. Du hast doch sicher Techniken, die du ausprobieren und vorführen willst. Ha, er sieht mir wie ein richtiger Fatzke aus. Wenn er so lahm ist wie seine Zunge, hau ich ihn mit einem Schlag um. Ist das nicht toll hier? Wein in Strömen, Ruhe und Frieden. Lass dir nicht zu Atem kommen. Ja, das stimmt. Ich denk drüber nach. Damit du nicht überrumpelt wirst. Denk daran. Intellekt zählt so viel wie Stärke. Denn Kerlbürste ist kein gewöhnlicher Kämpfer. Kerlbürste? Trolliger Name. Kerlbürste? Den Namen höre ich zum ersten Mal. Man sollte seinen Gegner nicht nach dem Namen beurteilen. Meister Kerlbürste ist ein Sattler. Ein sehr tapferer. Seine Schläge sind so wild, wie seine Repliken hart. Alles klar, ich bin dabei. Spinnen wir mal ums Ganze. Ja, legen wir los. Oh, ich hab Knie weicher als Wackelpudding. Lass uns diesen lächerlichen Kampf hinter uns bringen. Im Verhöhnen bin ich so gut wie kein Zweiter. Insbesondere besser als irgendein Hurenreiter. So, ja, immer lach und blöd. Klingst du so immer? Hurenreiter, lieber kämpfen als reden. Deine Mutter. Deine Mutter. Ja, nehmen wir deine Mutter. Das musst du ja wissen. Schließlich ist deine Mutter selbst eine Hure. Ah, jämmerlich. Das kommt mir ganz recht. Was ist los? Angst? Ist dem Hexer schon schlecht? Ich habe Angst, mit der Faust deine Rippe zu greifen. Ich rede langweilt. Ah, ja. Deine Knochen sind spröde, deine Lungen, die pfeifen. Ich hab Angst, mit der Faust deine Rippen zu greifen. Der Start war ein Zeichen, du wirst doch nicht flennen. Der Start war ein Zeichen, du wirst doch nicht flennen. Noch bleibt dir Zeit, nach Hause zu rennen. Also du... Blöder... Also gut. Du weißt, wie man jemanden beleidigt. Du hast gewonnen. Heißt das, wir kämpfen nicht? Warum? Ich sagte doch, du hast gewonnen. Der Hexer gewinnt! Schlägt Kerlbürste bei seinem eigenen Spiel! Bitte was? Du bist mir über... Aber nur, weil ich heute nicht gut zurecht bin. Sonst hätte ich dich windelweich geschlagen. Ganz sicher. Okay. Ein Rap-Battle. Du musst zwei weitere Champions besiegen, bevor du den Maestro herausfordern kannst. Stillwasser findest du in Hauteville, nahe der Scharlatanallee. Der Koloss kämpft im größten Hof von Saint-Sébastien. Okay. Wilder Wolf. Ja. Lass dir nicht zu Atem kommen! Spring, mach den Gürtel locker! Du bist die Toussaint! Tanzen wir! Okay. Was ist denn hier los? Gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!